Der Wertindex ist aus unserer Sicht ein Kompass für unsere Gesellschaft, wie man sich in dem Dschungel des Wertewandels orientieren kann. Für mich ist das Relevante am Werteindex, dass wir Unternehmensentscheidern im Marketing, im Branding ein Tool an die Hand geben. Weil wir uns in Zeiten radikalen, disruptiven Wandels befinden, was Konsumenten bewegt, wie sich Konsumentenerwartungen verändern. Umso wichtiger ist es tatsächlich, diese Stimmung einzufangen, zu ordnen und auch zu deuten. Wir machen den Werteindex seit 2009, alle 2 Jahre. Und 2009 ging es darum, überhaupt Zugang zu diesen digitalen Welten zu haben. In diesem Werteindex geht es eigentlich darum, plötzlich zu begreifen, dass wir auf einem Planeten leben, der gefährdet ist. Gerade jetzt sind Zeiten, in denen angefangen von Digitalisierung hin zu einer mehr wertebasierten Kommunikation von Unternehmen, alles sich gerade in Richtung einer Sinnhaftigkeit, Sinnfindung bewegt. Menschen wollen mitreden, sie wollen mitentscheiden, sie wollen Marken mitgestalten, Produkte gestalten, ja Gesellschaft mitgestalten, ob es bei Fridays for Future der Fall ist und dergleichen. All das sind Dinge, die darauf deuten, dass tatsächlich die Gesellschaft mündiger geworden ist, politischer geworden ist. Also was schon offensichtlich ist, dass der Wert Natur im Ranking deutlich verloren hat im Kontext des Schönen, des Besinnlichen, dass das jetzt zurückgedrängt wird durch diese politische Diskussion. Ich finde es aber auch wichtig und richtig, dass kritische Äußerungen getroffen werden und dass man auch reflektiert. Darauf müssen sich Unternehmen einstellen. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, weil die meisten Unternehmen selbst in der Industrieökonomie groß geworden sind, wo es eben noch nicht um Beziehungspflege, sondern um Produktentwicklung und Innovation ging. Man kann sehr deutlich sehen, dass sich unterschiedliche Mediennutzerkreise, die man an Altersstufen festmachen kann, unterschiedlich informieren, vor allem die Generation Z, die ihre eigenen Medienkanäle hat. Sodass sich so ein bisschen andeutet, dass sich neue Generationen finden, die eben auf Basis ihrer Identität, ihre Gruppe, ihre Community, ihre Familie für sich definieren, so wie sie es eben möchten und sich nicht von tradierten Bildern leiten lassen. Wir sehen, dass sehr viele gut ausgebildete, fähige Menschen in die Selbstständigkeit gehen oder selber gründen, weil sie dort eben selbstbestimmter, autonomer an den Sachen arbeiten können, die ihnen wirklich wichtig sind. Und diese Motivation können aber auch Unternehmen nutzen und bieten. Für mich ist es ganz wichtig, dass man einen Ankerpunkt hat, dass man eben auch langfristig seine Strategien festlegen kann und nicht die ganze Zeit hektisch wieder hinterher rennt. Und genau das können wir bieten, indem wir eine Wertebeobachtung machen. Eben nicht nur kurzfristig ein kleines Fenster, sondern immer mal wieder reinschauend und eben diesen Wandel auch dokumentieren.